Sarah Herting ist wieder in ihrer Heimatstadt unterwegs. Der Grund ist erfreulich, denn heute findet wieder die jährliche Merseburger Kuchenmesse statt. Also eine perfekte Gelegenheit für uns, unsere Reporter vorbeizuschicken, der sie mit unseren Fragen löchern soll. Aber erstmal wollen wir wissen, was sie hier diesmal vorhat. Ja, also ich habe dieses Jahr einen Selterkuchen gebacken und ja, da kommt halt, wie der Name schon verrät, Selter rein. Der ist auch ganz köstlich und den werden wir auch nachher noch kosten. Für unseren Reporter und sie selbst gibt es schon mal eine Kostprobe. Aber ich muss sagen, das macht richtig gut. Uns interessieren ihre Pläne für dieses Jahr. Also, 2016. Ich werde auf jeden Fall mit den Marys im Sommer raus auf die Wiese gehen. Ich mache im Juni eine Klassenfahrt nach Berlin. Eine Woche lang. Wir gehen da ins Tropical Islands und laufen dort mal durch die Stadt und können shoppen gehen und die Sehenswürdigkeiten angucken und so. Was ist an der Geschichte dran, dass Sie mit Streusel Ihr Zahnfleisch verletzt haben? Ja, ich habe mir vorhin, wo ich ein Stück Kuchen gegessen habe, da waren die Streusel so hart und sind in mein Zahnfleisch gekommen. Und dann habe ich geblutet. Ein bisschen. Ist es schlimm? Nein, ist nicht schlimm. Was sagt der Arzt? Der Arzt hat gesagt, das ist wieder in ein paar Tagen okay. Es gibt ja Gerüchte, dass Sie einen neuen Lover haben an Ihrer Seite. Wen? Was ist da dran an den Gerüchten? Also das Gerücht ist komplett falsch. Dann müssen Sie mal Ihren fragen, weil der ist nämlich mit zusammen. Woher wollen Sie das wissen? Na, das hat er mir heute vor der Sendung erzählt, also vor der Aufnahme. Wie sind Sie eigentlich aufs Kuchenbacken gekommen? Na, ich habe ja früher, wo ich klein war, schon gerne immer gekocht und bei meiner Oma Kuchen gebacken. Und dann wollte ich das halt auch mal selber machen. Habe ich mich im Internet informiert und dann herausgefunden, dass Merseburg meine Kuchenmesse ist. Und seitdem gehe ich da regelmäßig hin. Und warum sind Sie da immer die einzigste Ausstellerin? Das weiß ich eigentlich auch nicht so richtig, aber ich glaube, das habe ich letztes Jahr schon gesagt, dass ich das nicht so richtig weiß. Wie sieht es mit der Präsenz im Internet aus? Mein YouTube-Kanal starte ich vielleicht im Sommer, weil ich bis dahin wieder einen Laptop und eine bessere Kamera habe. Wie findet sie eigentlich unsere Sendung? Sowas fragt man nicht. Sowas fragt man trotzdem nicht. Das ist etwas Persönliches und das muss ich nicht beantworten. Na doch, wir wollen die Story doch dramatisieren. Mein Gott. Ja, aber ich will's nicht erzählen. Na dann, viel Spaß weiterhin beim Kuchenessen.